Also, Leute, herzlich willkommen zurück zu dem Ding hier. Elden Ring mit dem Ding. Ich bin der Kalle und ich bin schon wieder dabei. Wo mache ich jetzt? Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Junge, ich bin doch so scheiße. Ich habe das doch gerade. Warte mal, das ist der hier, oder? Talisman? Nee, wo war der denn? Hier? Der Ring of Fire? Ich hab einen Ring of meine Eier. Nee, okay, ich will das obere Kreuz ausrüsten. Wo mache ich das denn? Als Burn. Ring um die Eier. Ist das hier bei Pfeile? Nee. Oder kann ich das unten rechts? Kann ich das nicht oben ausrüsten? Das ist unten. Die Taste. Das ist eine Hand, das ist eine Hand. Was ist das? Objektherstellung, Inventar. Nutzen. Ja, aber kann ich das nicht in diese Schnellauswahl? Hey! Ah! Nein! aber was ist das jetzt? Entfernen? Umschalten. Ah. So? Ja, aber ich will das da links haben. Da, wo ich gerade mache. Warum habe ich das da nicht? Geht das nicht? Y halten. Ah, weißt du, wenn du Technik verstehst, dann hast du es auch irgendwann raus mit den Nachbarn. So, deswegen kriegt der Bengel jetzt hier erstmal aufs Maul. So. Aua, hat das wehgetan. Ja. Ey, es reicht jetzt. Kann ich die Kiste eigentlich immer wieder aufmachen und so übelst hier den Scam machen? Nee, die ist halt jetzt auf. Das ist ja unlogisch. Weil wenn ich mich jetzt hier hinsetze, wir machen das jetzt nochmal. Wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage, oh, ich muss mich mal ausruhen. Dann ist das ja völliger Quatsch, weil die ganzen Soldaten respawnen, aber der Loot respawnt nicht. Ne? Erik, grüß dich. Aber leck mich im Arsch. So, gleiches Spiel nochmal. Raspberry! So, bei mir ist halt immer auch, Angriff ist der beste Angriff, so gefühlt, ne? Muss ich die überhaupt boxen? Seid mal ehrlich. Oder kann ich auf die Scheiße? Ich weiß, dass da halt noch diese Truhe im Keller ist, ne? Bruder, ich muss los, weil die Roller wieder schreien. Rede nicht vom Kurz und von Messerstäche rein. So, dann krieg ich jetzt übelst den Roundhouse-Kick. So, Arme nach. Rede nicht von Koks und von Mäschischischereien. Doch wir müssen los, weil die Roll wieder schreien. Wo war denn hier der Keller? Ist er hier nicht irgendwo? Oh, wow. Was ist das hier für eine Kiste? Wait a minute. Na, Ehre in den Arsch hinein. Oh, Leo, what? Hat der ein Auto, ein Fuchs dabei oder so? Okay, ja. Ich bin irgendwie aufgeregt bei dem Game. Quit playing games with my heart. Oh, jetzt hier Solid Snake. Din. Ich bin Solid Snake. Oh nein, die riechen mich. Don't schnupper at me. Aber vielleicht erst töten und dann in den Keller, sonst bin ich da Digga, wo kommt die alle her? Oh.
Ich sneak mich hier rein. Kein Problem. Auf einmal sind da so drei Baba Jacksons und wollen irgendwie mein Ass. Moin. Ich wusste, dass hier eine Kiste ist. Und da ist nämlich ein Talent drin. Mit Hilfe des Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um eure Waffen euren Waffen neue Talente zu verleihen. Eine Waffe kann nur ein Talent haben, aber vorherige Talente werden hierbei entfernt. Der Typ einer Waffe bestimmt ihre möglichen Talente. Einige Waffen verfügen über einzigartige Talente und können keine neuen aufnehmen. Bitte was? Mit Hilfe eines Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche... Nee. Kriegsasche? Kriegsasche, oder nicht? Also jetzt mal, jetzt bin ich nicht doof. Wir reden über Kriegsasche. Asche, Asche. Oder? Okay. Asche, Bruder. An Orten der Gnade benutzen, ja, das weiß ich, Affinität zu verleihen. So könnt ihr den Angriffsaffinitäten der Waffe ändern, ihre Attributskalierung verstärken und vieles mehr. Der Typ einer Waffe bestimmt ihre möglichen Affinitäten. Einige Waffen, wie die mit einzigartigen Talenten, können keine neue Affinitäten aufnehmen. Kriegsasche Sturmstampfer. Ja, besser als Kackestampfer. Und ein Schleifmesser. Ich habe das jetzt nicht verstanden. Wie mache ich das jetzt? Brauche ich dafür so einen Amboss, Digga? Oder kann ich das jetzt hier einfach machen? Oder am Orte der Gnade, ne? An der Gnade, okay. Ah! Oh mein Gott, das ist ein Geist. Okay, aber was anderes gibt's hier nicht zu holen, oder? Oh, scheiße. Digga, ich bin einfach Sam Fisher, Digga. Dass mich der Wolf nicht riecht. Oder ich renne einfach raus, oder? Ab durch die Hecke mäßig. Digga, ich bin so krass sneaky unterwegs. Bruder, muss ich los. Ah, ich bin angegriffen! Wieso kommt der jetzt? Jackson, bitte, geh zurück in dein Zelt. Erstmal hinsetzen. Ja, geh bloß zurück da. Alter, ich hab mich so durchgesneakt. So, Zeit vertreiben. Das machen wir eh schon. So, ich habe 500 Perlen, aber da können wir doch scheißen. Zauber lernt, Kriegs... Asche, Asche. Macht das überhaupt Sinn, jetzt diese Müll... Dings? Diese Müllwaffen, die ich so hab? Bringt nichts, oder? Und was ist eigentlich mit dieser anderen Waffe, die ich letztens noch gefunden habe? So, was, wenn ich jetzt hier drücke? Kann ich jetzt... Eigentlich jetzt kann ich hier den Sturmstampfer drauf machen, aber ich kann gerade nicht gucken. Detaillierte Ansicht, was der macht. Das ist irgendwie dann eine Fähigkeit. Oha. Oha! Körperlicher Schaden plus 19? Kostet nix. Erstes Souls-like? Ja, man sieht's und man merkt's und man hört's, oder? Lernen das. Wertig. Affinität gewährt. Okay, jetzt habe ich den umgebaut, ne? Den Ferrari. Das Skateboard mein Ferrari. Die Hose trage ich unterm Arsch. Fahre wie ein Tsunami. Kickflip, aber mein Waffelos, Waffelos. Ne? Geiles Lied. Kann ich euch nur empfehlen. Wer ist er? Warum hast du ein Pferd, Alter?
Ich habe auch einen. Voila. Okay, die Mechanik habe ich verstanden. Wo muss ich denn jetzt hin? Also jetzt war ich hier. Habe ich irgendwie eine Korde? Kennt ihr das, wenn so Leute, bevor sie auf eine Taste drücken, so auf die Tastatur oder auf den Controller gucken und dann sich so fragen, so, wo war jetzt nochmal die Taste A? Ach da, dann drücke ich da mal drauf. So dumm, Alter. Wenn du kein Gamer bist, bist du kein Gamer. Deswegen, so. Okay, wo bin ich? Höhle des Wissens? Ruinen vor dem Tor. Und ist das jetzt hier Sturmtor? Ist das der Weg? Nee, hier ist auch... Also ich bin jetzt hier. Oh, wow. So, oder was? Oder wie? Ja, die Map ist ja voll klein. Ist die Map so klein in dem Game? Der war gut. War das ein Scherz oder what? Okay, ich brauche jetzt mal Schwarmintelligenz. Gehe ich jetzt hier lang oder zurück? Ich weiß, dass hier irgendwo so ein kleiner Wichser ist und der mich nervt. Ansonsten fick ich den jetzt. Komm her, Junge! Komm her, Junge! Au! Warte mal. Timeout, Timeout. Ich muss einen trinken. Knabemalz. So. Und deinen Freunden auch. So, Vernichtung von Gegnertruppen. Vernichtet ihr eine Gruppe von Gegnern, füllen sich eure Flaschen wieder. Die Anzahl und Art der gefüllten Flaschen variiert je nach Gegnergruppe. Ihr könnt nur so viele Flaschen füllen, wie es eure maximale Anzahl erlaubt. Ah, ich habe Zaubertrank wieder bekommen. Knabemalz. Schön. Ich hätte irgendjemand mit mir geredet gerade. Sind das die Rollschafe? Jo. Die Brace fahren erstmal zu McDrive. Alter, warte mal. Hör mal die Fresse. So, zack. Ich brauche hier noch ein paar Seelen. Warte kurz. Ja. Oh, scheiße. 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 Warte. Ja. Hm. One hit. Okay. Oi. You there. Could you help us out, Cully? Wo ist er denn? You? Yeah, you there. Stop pretending you can't see me. Hä? Why won't anyone look me in the eye? I'm not that ugly. Oh. What'd you go and do that for? Du bist übelst hässlich. Geh zurück in dein Gebüsch, Alter. Oh, yes. I remember. Some Claude turned me into a tree. You were just breaking the spell, weren't you? Thank you. The name's Bock. I was pushed out of the cave. Told not to come back. Not ever. Then I ended up as a tree. Lucky you came along, really. Ja, haben wir Glück gehabt, ne? Nicht wahr? Zum Glück bin ich wieder back in the building. Okay. Oh, what a shame. When they threw me out. Jen Mays und Bromulus, danke schön für eure Subs. Vielen lieben Dank. Hope you can forgive me. Na sicher. Er hat einen Pilz gegeben. Or, if you can afford to wait for a while, I
could sneak back into the cave and bring back something of actual value. Then I'd be of some real use to you, I reckon. Yeah. Okay. Right. But I'll need a moment. Enkador, Ezo, danke schön auch für dein I'm Sub. Frightened of them. So I have to gather myself. Für den Sub-Sound. Freut mich. My knees start knocking. Just thinking about that god-awful cave on the shore. Right. Ah, okay. Er hat mir jetzt einen Pilz gegeben. Was ist das für einer? Wo ist der denn? Wo ist der Pilz? Ein Pilzgewächs, das in feuchten Dickichten und anderswo gedeiht. Material zur Herstellung von Objekten. Sein dickes, schwammiges Fleisch macht es zu einer wichtigen Komponente von Wurftöpfen. Aha. Wahrscheinlich hier, ja. Ja, okay. Angriff, was voraus benötigt. Oh, das ist ja nett. Why don't you go and do that? It's because I'm ugly, isn't it? Ja! Du bist hässlich wie die Nacht, Junge. Ich habe dir aber nur eine Faust gegeben. Einfach nur mal so eine Respektschelle von Baba Kalle. Also ich fand es eigentlich jetzt okay. Ich lasse ihn jetzt erstmal leben. So, was seid ihr für Vögel? Kann man euch auch verprügeln? Wollt ihr aufs Maul? Hallo? Wollt ihr aufs Maul? Oh, ihr wollt aufs Maul, oder? Willst du aufs Maul? Oh ja. Irgendwie seid ihr so Billo. Leiche plündern. Oh, das darf ich nie vergessen. Wow. Okay, okay, okay. Also, es gibt so ein Problem, was ich mit diesem Spiel habe. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Das wird mich jetzt noch richtig ficken. Adernblatt. Da hinten sind Leute. Du kannst hin, wo du willst. Okay. Also es gibt jetzt keine lineare Dings, wo es heißt, okay, du musst da lang, sonst kommst du nicht weiter oder so. Deswegen kann ich jetzt hier erstmal die Soldaten übel zerprügeln. Oh, oder die mich. Knabe Malz! Knabe Malz! Knabe Malz. Ja, ihr seid gestunt, ihr Kneipp-Bitches! Oh, ich kann springen! Euch aufs Maul gehen! Aua, 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 aua! So, schön. Ja, ein geiler Kampf. Gerne wieder. Nabemals in den... Aua! Digga, wer bist du denn? Achso, ich hatte schon mal. Wow! Oh, scheiße! Ich muss halt saufen! Okay, komm her! Oh, nee! Alter, das war der richtig abgestochen. Digga. Einmal getötet. Also, das ist ja der Hammer. Alter, Verwalter. Junge, ich bin so excited, dieses Spiel zu spielen. Ihr ahnt es nicht. Hallo? Einmal. Fahrausweiskontrolle. Aua. Aua. Knabe Malz in den Hals. Alter, hast du gesehen? Oh, ich bin voll um den rum. Uah. Jetzt reicht's mir aber mit dir.
Name Malz. Oha, da oben ist ein, Alter, ist ein großer Baba Jackson da vorne. Der hat ein Auto dabei. Schaffe ich den? Und mach Spaß. Alter, Max. Für mich ist das wie ein Horrorspiel. Ach, du Schande. Für mich ist das wie ein Horrorspiel, das Game. Ich bin nur am Rumschreien die ganze Zeit. Aber es macht übelst Bock. Also, es macht wirklich übelst Bock. Das sind immer so diese, Ich meine, das Spiel ist jetzt irgendwie 2 Jahre alt oder so. Und ich komme jetzt damit, weißt du? Es ist halt immer das Gleiche mit mir. Ich bin so ein Bastard, Alter. Aber ist egal. Und ich hau mir ja immer das Knabenmalz rein, weißt du, wie ich meine? Das ist auch geil. So, warte mal. Zeig mal Knabenmalz. Naja, also die Tränke hier sind das Knabenmalz. Und das ist auch Knabenmalz. Siehst du? Und Füße. Füße kann ich auch zeigen. Bei einer 100er Subbombe zeige ich Fuß. Bei 100er Subbombe zeige ich Fuß. So, hier, guck mal her. So, wer bist du? Alter, kann ich dich da runterschubsen? Aua. Ey, ey. Das ist eine Fassrolle. Zack. Dann stampf ich auf den Boden. Zack. Ah, und meine Getränke sind wieder voll. Was ist das? Goldener Feder? Ja, da ist Fuß. Was für Sexlife, Alter. So. Oh, warte mal. Ich habe eine geile Idee. Was, wenn ich hier runterspiele? Tut das weh? Nee. Oh. Sorry. Alter, ihr kleinen Splashies. So, ich will mir hier die Truhe holen. Das kann denen doch da vorne egal sein, oder? Wenn ich hier mal kurz mich bediene? Warum geht das nicht? Hallo? Oh. Knabenmalz. Muss ich die verprügeln? Oder geht das nicht? Unrealistisch. Ich schaff die doch gar nicht. Egal, hier, Knochenstampfer. Sü! Was ist bei dir los? Warum liegst du? Aui! Aui! Oh, du bist sauer, ne? Ah, warte mal, warte. Okay. Ja. Aua, das tut weh auf meinen Kopf. Warte mal. Bruder. Die anderen chillen da hinten so auf Lock. Okay, okay. Nein, ich saufe immer zwischendurch und es kotzt mich an. Mann, ich will immer... Oh, nee. Die, bitch. Oh. Moin. Handy aus, Discord aus. Was ist los? Ich mach Fullscreen, verdammte Scheiße. Fullscreen? Ja. Ich kämpfe hier gerade. Das ist blöd. Mach Fullscreen. Okay. Ja, mach den Level weg. Das nervt. Ja, mach mal den Screen. Mach das Bild aus jetzt. Mach das Bild aus. Was ist denn mit euch? Okay, Kalle. Ja. So. Warte. Ja, aus. Ja, aus. Ja, weg da. Kalle. Sehr gut. Gut. Kalle, schmeckt's dir? Zu früh gefragt, dann probier doch erstmal. Kalle, wir haben gerade Muffins gebacken. Ja. Zusammen. Ja. Das sind Creme-Käse-Muffins. Ich bin hier gerade mitten in der YouTube-Aufnahme. Ist uns, ne? Echt egal. Creme-Käse-Muffins. Cream ja. Cheese mit ja. Kirsche, frisch gebacken. Ich hatte jetzt ein bisschen erwartet. Oh, die sind mega warm. Frisch. Ich
Ich habe erwartet, dass du mir den jetzt einfach ins Gesicht drückst. Nee. Wir wollen ja auch, dass du den genießt. Ja. Ist er irgendwie... Nein. Was sollst du? Das ist ganz normal. Wir suchen nur Testes. Geil. Kolleo, Kolleo, Kolleo. Schmeckt mega geil. Mega geil. Alles klar. 1 bis 10. Also ungelogen, ich habe jetzt schon einige Muffins gegessen. Mhm. Und dass hier so geile Kirschen drin sind. Ja. Weil ich sage auch zwei geile Kirschen. Geile Kirschen? Oh, oh mein Gott. Was? Ja, also ich würde schon eine 9 geben. Warum nimmt Sterzig bei dem einen Emote einen Schwanz in den Mund? Habt ihr noch einen? Den musst du dir holen. Ich habe nämlich noch nichts gegessen. Kalle. Ja, danke. Danke für die Mahlzeit. Ja, lass uns. Hören wir da mit, bitte? Ja. Wollte nur zocken. Gut, wie geht's weiter? Jetzt muss ich schneiden. Ey, es kotzt mich so an. Ich muss Knabemalz trinken! Okay, ich hab keins mehr. Ja, ich hab dich voll gefickt! Oh, du liegst voll auf dem Boden! Arme Name Koi, Alter! Das ist Son Goku! So, warte mal. Ja. Ey, ich hab gedrückt! Oh, was mache ich jetzt? Wofür ist das linke Säbel eigentlich? Ja, ich drück doch ab und zu auf den Knopf! Guck hier! Siehst du? Nein! Weh, du springst mich jetzt an! Nein! Wer ist jetzt tot? Scheiße. Mann, dieser scheiß Muffin hat mich aus dem Konzept gebracht. Scheiße. Ja. Kalle. Jetzt bin ich hier hinten wieder. Oh, aber hier ist auch noch ein Auto. Da kann ich auch noch mal rein. Aber ich muss gleich meine Punkte holen. Wenn ich jetzt noch mal sterbe, verliere ich meine Perlen, die ich jetzt vorhin verloren habe, komplett? Ja, ne? Warum juckt dich das nicht? Ach, Menno! Oh, Menno! Knabemalz. Hui! Ja, also ich merke gerade, warte mal, Bruder, ich muss los, weil die, ich will mal was ausprobieren. Wie war das? So? Hä? Ah ja, genau. Ich nehme das mal in beide Hände, weil ich glaube, ich bin eh zu... Oh, ich habe ein Schwert des Getreuten. Klasse. Was gibt's hier? Ein Flegel. Oh mein Gott, ich habe das alles nicht mitgenommen.
Der linke war überflüssig, glaube ich. Ja, ich habe auch das Gefühl, ich habe den irgendwie, genau, ich habe den irgendwie zu selten benutzt. So, jetzt habe ich noch eine Frage an den Chat. Wenn ich jetzt so Items vergleiche, gehe ich jetzt irgendwie nur auf Angriffskraft körperlich? Was sind Werte, die für mich wichtig sind, dass ich checke, dass meine Waffe kacke ist? Wisst ihr, wie ich meine? Zum Beispiel hier kann ich auch mal das Schwert des Getreuen nehmen oder das hier. So, das ist ja irgendwie... Das ralle ich jetzt nicht. So, alles Gute zum Paladin-Jubiläum. Ja, danke, danke, danke. So, Attributskalierung, Skalierung, geil. Guck, Hennos PowerPoint. Was willst du denn spielen? Willst du Nahkampfschwert oder Zauber oder Hybrid? Also, ich glaube, ich bin so einer, der so pss, 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 pss. Sowas hätte ich voll gern oder den hier. Weil ich glaube, Nahkampf bin ich übelst die Lusche. Das ist so mein Guess. Das ist so mein Guess. Die Basiswerte der Waffe steigerst du, indem du die Waffe verbesserst beim Schmied. Und es gibt Attributskalierung und ein Mythic. Okay, ja. Weil hier steht jetzt zum Beispiel auch kritisch. Und der ist ja kritisch nur 100 und der ist 110. Körperlich, bla, okay. So, unten mittig. Ah, okay, da steht's. So, D steht für, wofür? Stärke D, Geschick D. Oder heißt das, wenn ich über, nicht reden. Wenn ich Stärke skille oder Geschick skille, dann kann ich damit besser umgehen. Ah. So. Henno, fahr zu ihm, der muss nur 10 Meter hier rüberkommen, aber der sitzt ja auch vielleicht gerade ohne Grund nicht hier. Also er war vorhin zumindest im Büro. Ich muss das ja auch mal lernen. Ich kann nicht immer gleich Mama anrufen und so, oh, ich kann das Spiel nicht. Deswegen rede ich ja mit euch. Ihr seid ja auch da. Ja. Also mein Dings. Das ist halt irgendwie stärker als das. Warum? Aber da steht, guck mal, da steht 90 plus 24, da steht 106 plus 18. Will mich das Spiel ficken oder was? Was ist das denn? Ich hatte natürlich das gleiche Schwert und der hat irgendwie noch ein Dings bekommen. Bin zu Hause und hab frei, aber Handy aus. Schade. Bruder, ich muss los, wenn die Roller wieder scheinen. Also mein Gefühl sagt mir, ich könnte mir auch den Herbert hier nehmen. Aber das Ding ist, ich habe jetzt mit dem wertigen Krummsäbel, da habe ich ja jetzt hier diese Fähigkeit, dieses Stampfen. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme das. Erstmal, ja, ich glaube da, was hat er drauf? Ui. Ja, okay. Den schlitzen wir auf. Ne? Ah, wo sind meine Perlen? Ah, okay. Die finden wir, ne? Ja, die finden wir. Achso, das ist Blocken. Das ist mein Stampfer. Okay, verstehe, verstehe. Dann kann ich doch erstmal. Das war übelst reiten. Halva, dankeschön. Die Werte von deinem Char. Ja, ich habe ja Krieger ausgewählt. Ja. Das heißt, Geschick ist gerade der höchste Wert, den ich habe. Und Kraft. Aber ihr habt gesagt, ich soll auf Kraft gehen und auf Stärke. Stärke ist auf 10. Aber Kraft soll ich ja erstmal pushen, habt ihr gesagt. Wegen Leben. Das macht auch voll Sinn. Vor allem bei mir. Wenn du sagst, sag ich dir kurz die Basics. Ja, lass mich kurz hier die Leute verprügeln. Oh, scheiße. Warte kurz. Das war ein 1A-Kampf. Was, Waffen,
Ach, hast du mich schon angerufen? Mein Handy ist nicht aus. Nee. Willst du jetzt telefonieren? Oder willst du... Ah! Wo kommt der jetzt? Ah! Du darfst dich nicht töten! Ich muss noch meine Perlen einsammeln! Scheiße. Okay, wir haben gerade Stress. Nee! Oh nein! Warte mal, Knabe Malz. Bringt nichts. Aufs Pferd. Wir machen Abgang. Ciao. Erstmal die Dinger hier einsammeln. Viel wichtiger. What? 4000? Wieso hab ich 4000 Öcken, Alter? Wo hab ich die her? Und normale Knete, ey. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Weil wir müssen jetzt ein bisschen... Also es tut mir jetzt auch voll leid für alle, die das Spiel schon 300 Mal gespielt haben. Ja, ich bin scheiße. Aber irgendwann werde ich das Spiel durchgespielt haben. Und das ist das Letzte, was ich in meinem Leben tue, Alter. Wer bist du? Ah, du bist niemand. Ah, ich kann durch dich durchgucken. Adlerauge-Teleskop. Okay, cool. Ist ja klasse. Oh, wer bist du denn? Komm ich hier wieder raus? Ah. Oh nein, da ist schon wieder der Typ. So, Max, wie machen wir es jetzt? Schreibst du mir ein Referat? Oder wie machen wir es? Steig doch bitte ab! So. Ja, ich habe immer auf nichts passiert hier. Oh, du hast mich schon dreimal versucht anzurufen. Discord-Audio. Ich rufe dich bei Discord an. Ich rufe dich bei Discord zurück. Hallo? Guten Tag. Aber ich höre dich nicht. Hallo? Du rufst mich nicht per Handy an. Ja, ich dachte, du bist am PC. Ja, aber ich habe doch ein Handy in der Hand, wenn ich am PC bin. Ja, soll ich dir Handy anrufen jetzt? Ja, jetzt hast du mich ja an der Strippe schon. Ja. Die Leute hören dich, dass du es mal gehört hast. Oh nein. Okay. Also erstmal muss ich sagen, du bist überhaupt nicht scheiße, Junge. Deine Rollen sind ja wie von einem jungen Gott. Danke. Als der Reiter dich gerade mit seinem Säbel so richtig Kassala nehmen wollte, hast du da die ersten beiden Hits richtig cremig gedodged. Also das war für einen Rookie... krass, du brauchst halt einfach nur Knowledge, das ist alles. Deswegen, ja. Also wenn du erlaubst, erkläre ich dir einmal die Basics, Digga. Ja, gerne, Digga. Ja, pass mal auf. Geh nur auf die Waffenansicht, du Lauch. Ja, pass mal auf, machen wir jetzt. Du musst hier raus aus dem Feuer, ne? So. Oh, ich hab einfach schön eingetrunken. Ja, schönes Perlenbacher. So, gut. Und dann hier, ne? Pass mal auf, genau. Es steht ja in der Mitte Angriffskraft. Ja. Und darunter ist körperlich. Ja. Weil so ein Schwert ist ja körperlich. Ne? Ja. Das ist ja kein Zauberspruch. Ja, ja. So, und da steht ein Basiswert, 115. Und daneben ist ja so ein Plus und dann kommt die 17. Ja. Die 17 ergibt sich daraus, wie viel Zusatzschaden du erhältst durch deine Attributskalierung. Ach. Das war das, was unmittig ist. Das heißt, du kriegst 17 Schaden obendrauf, also bekommt das Schwert. Weil die Art und Weise, wie viel dieses Schwert durch Stärke und Geschick dazu skaliert, das ergibt halt 17. Ich habe eine Frage. Verstehst du? Ja, ja. Ja, gerne. Einfach auch passend. Wenn da jetzt nicht D, sondern A steht, gibt das, ist der Multiplikator mehr. Genau, du hast ja, guck mal, du hast ja, ja 10 Stärke und 16 Geschick. Ja. So hättest du dann 0 Stärke und 0 Geschick, würdest du auch plus 0 Damage bekommen. Und hättest du da. Keine Ahnung, Skalierung A, ne, also da geht nur noch S, ist besser, S wegen S-Tier, verstehst du? Ja, ja. Dann wäre das auch höher.
Ja. Und pass mal auf. Das heißt, du solltest dir dich halt festlegen, auf welches Attribut du gehen möchtest. Ja. Weil es gibt auch Waffen, die skalieren nur mit Stärke oder nur mit Geschick beispielsweise. Verstehe. Oder du gehst auf Zauberei, aber das würde ich dir tatsächlich für den Start nicht empfehlen, weil das ist dann nochmal Haarspalterei. Verstehe. Kann ich irgendwann resetten? Oder du gehst auf beides, weil es gibt auch Waffen, also Stärke und Geschick, weil es gibt auch Waffen, wo du siehst, das ist ein sogenannter Quality-Build dann, da skalieren die Waffen auf sowohl Stärke als auch Geschick. Verstehe. Aber resetten kann ich die Sets nicht, ne? Doch, im späteren Spielverlauf. Okay. Na gut. So, jetzt möchte ich dir nur eine Sache mit auf den Weg geben. Gerne. Leg doch nochmal bitte beide Säbel an. Also, die sind ja schon angelegt, aber zieh die mal aus deinem Gürtel, bitte. Ja, hab ich. Genau, so, jetzt hast du ja die ganze Zeit mit dem rechten Säbel zugehauen, ne? Ja. Und der linke, war der jetzt Deko oder hast du es gar nicht mitbekommen, dass du mit dem gar nicht zuhaust? Ich habe das nicht, eher nicht mitbekommen. Also pass auf, es ist nicht so, dass du mit L1 mit dem linken haust und mit R1 mit dem rechten, sondern es ist so, dass du mit R1 einhändig zuschlägst und mit L1 zweihändig. Spam mal L1. Ach so. Dann machst du doppelt so viel Schaden, Digga. Oh, und ich mache nur den hier die ganze Zeit und der andere ist an der Hüfte. Und wenn du jetzt nur ein Säbel der beiden nutzen möchtest, dann drückst du YL1, wenn du das linke Schwert zweihändig nutzen willst, oder YR1, oder Dreieck, wenn du Plazy bist. Und du kannst wieder genau das gleiche drücken, um wieder beide in der Hand zu haben, je nachdem. Ach, klasse, Maximilian. Ja, und hättest du nämlich jetzt zum Beispiel links ein Schild und rechts einhändig, dann könntest du auch YR1 drücken, dann steckst du kurz das Schild weg und nimmst die Waffe zweihändig. Oh. Und dann nimmt der das Schild auf den Rücken. Ja. Und wenn du halt das Schild draußen hast und L1 drückst, dann blockst du. Ja. Ne, weil du hast ja links das Schild. Ja. 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 Und mit er ist geil. Ja. Ja. Naja, und also du solltest also zwei Tipps. Du solltest dich möglichst früh entscheiden, ob du, ich würde dir jetzt erstmal vorschlagen für den ersten Playthrough, Stärke oder Geschick. Ja, und dann suchst du dir, weil dann findest du nach und nach geile Waffen, die entweder auf Stärke oder auf Geschick sind und du kannst immer rumprobieren, ist immer gut. Und sammel mal, wenn du auf dem Boden sowas siehst, Schmiedesteine. Ja, sowas, wenn da sowas funkelt, ne? Genau, weil Schmiedesteine, die kannst du später, das kommt aber noch, bei so einem Schmied, den findest du noch, kein Ding, einlösen, um die Waffen zu leveln, Digga, und dann verbessert sich auch deren Scaling, also das, diese Attributskalierung. Ja, verstehe. Das ist das Allerwichtigste im Game, Waffen leveln. Okay, gut. Ja, gut, dann weiß ich Bescheid. Ja, dann viel Spaß, Digga. Danke, Kuss. Ciao, Kuss. Ach, geil. Ich hab gerade mein Handy geküsst. Naja. Ja, also das hat jetzt schon was gebracht. Jetzt könnt ihr wieder da sitzen und sagen, Kalle, es wurde doch alles vorhin schriftlich erklärt. Ich kann nicht lesen. Ne? Das eine ist, wenn da Buchstaben stehen, aber das dann auch zu verinnerlichen, was auf dem Blatt Papier steht. Wie oft habt ihr das schon in der Schule gehabt, dass ihr irgendwie einen Text liest und sagt so, ich weiß gar nicht, was da drin steht. Das ist mein Leben. Street Talk, danke schön für 14 Monate. Ja, aber ist doch geil. Ach, schön. Ja, leveln, ne? Ich gehe aber trotzdem erstmal auf Kraft. Glaube ich. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Halbes Stündchen noch. Aber das schaffen wir vielleicht noch die Baba Jacksons da vorne. So, Stufenaufstieg. Wir gehen jetzt trotzdem erstmal auf Kraft. Bis wohin darf ich denn? Bis hierhin. Bestätigen. Ja. Ballert. Oh, ich hab richtig einen längeren Balken jetzt. Ja, geil. So. Okay. Schalalala. Schalalalalalala. So, die verprügeln wir direkt. Ich muss jetzt mal eben gucken. Wie war das? So. So, ja.
Okay. Alter, wieso fackelt der mich ab? Bist du noch bei Trost? Okay, ja, okay, okay. Also da muss ich mir merken. Muss ich mir. Bleib doch mal. So! Aber die Animations, ne? Da haben sie sich was einfallen lassen bei dem Spiel. Also, ich hab jetzt, die habe ich jetzt gefickt. Rovafrucht. Okay, also wir versuchen jetzt auf jeden Fall erstmal den Reiter. Den Reiter. Kann ich das Ziel wechseln? Oh ja, kann ich. Oh, aber, oh, ja, wir müssen erstmal die anderen Brees hier. Nicht, dass das hier so ein Ackermatch wird. Moin. Ja, das ist auch gleich viel leichter, wenn man mehr Schaden macht, Walla. So, komm mal her hier. Wer bist du eigentlich? Erstmal Knabe Malz. Alter, ich hab Asche gefunden. für mich ist alles amazing gerade. Egal, ob es jetzt cool ist oder nicht. Für mich ist gerade alles klasse. So. Digga. Ach so, das ist, trifft jetzt, oder was? Das ist so auf den Arsch. Du wirst abgestochen. Wen hast du angerufen? Hast du jemanden angerufen? Du wolltest dich nur anschreien, ne, du kleiner Pimmelberger. Gefrorene Rosine. Frank. So. Mann, Alter, der durchstößt mich immer direkt. Achso, ich muss wieder dran denken, ne? Beide. Ah ja, so, hast du was dabei? Nö. Okay, wo sind die Brees? Da kommen sie. Round 2. Fight. Diesmal nehmen wir sie mit. Wir haben mehr Leben, wir haben gelernt. Wir waren gerade beim Jedi-Meister, Digga. Ich würde dich jetzt ein bisschen verprügeln wollen. Baba Kalle, aus Respekt. Wenn du ein bisschen Angst hast. Oh, da rollt ein Schaf. Was bist du für ein kleiner Wichser? Oh, richtig aufgeschlitzt. Dunkelschmiedestein. Ah ja. Ich habe ein bisschen Panik, dass die gleich Freunde rufen. Weil da hinten ist noch ein Reiter. Macht es Sinn, den vielleicht erst zu boxen? Ich glaube schon, ne? Der hat auch noch einen Kumpel. Ah. Aber der Kumpel kann nichts. Oh. Ey, das ist so unfair, dass du so schnell angreifen kannst, du kleiner Pisser, Alter. Du Wesh, Digga. So. Nein, 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 nein. Oh, ich vergesse immer den. Du brauchst gar nicht so zu gucken. Okay, jetzt habe ich das Problem, dass ich keine Trauben mehr habe. Kein Malzbier. Was mache ich jetzt? Ich dachte immer, wenn ich eine Gruppe besiege, dann füllt sich bei mir was auf. Scheiße. Vielleicht seid ihr ja eine Gruppe. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Sonst muss ich dann nochmal zurück. Aber. Ah ja, doch, doch, da kommen die Trüe. Ah, geil, 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 geil. Oh, nur einer? Boah, wie knauserig. Wie knauserig das Spiel ist. Reset und neu tryen. Ja, ist jetzt, war jetzt auch so mein Gedanke irgendwie. Weil ohne jetzt auf Krampf. Ich meine, ich kann jetzt schon wieder fast ein Level machen. Dann kann ich hier die Brees nochmal versuchen. Weil die können ja nichts. Das wissen wir ja. Moin, Leute. Oh, shit.
Party hat alles goed door zijn partner Jubilaum. Ich dachte, ich fick die so auseinander, ne? War richtig, ja. Ich war ready. Blend mal den Chat ein. Machen wir morgen. Ich bin eh gleich offline. Morgen ist der Chat drin. Ab morgen, also wir spielen morgen hier weiter. Und da habe ich dann auch ein bisschen mehr Zeit. Ich muss um 17 Uhr gleich ausmachen. Für heute leider. Kolja, dankeschön für die Glückwünsche und den Sub. Heute ist nur so ein bisschen Training und Üben. Morgen spielen wir richtig. Okay, ja gut. Morgen zocken wir richtig rein. Weil heute hatten wir auch jetzt diese ganze Zeit das Problem mit dem Sound hier. Ich hoffe, dass es bis morgen einfach durch ist, das Thema. Dass das morgen jetzt nicht nochmal wiederkommt, sage ich jetzt mal. Ich habe irgendwie Angst und Respekt vor diesen Reitern. Ich weiß nicht, wie man die gut spielt. Aber ich glaube, ich bin vielleicht ein bisschen zu ungeduldig einfach eben rangegangen. Ich würde euch mal kurz gerne verprügeln. Wait, Scheiße, Bro. Nicht hauen jetzt. Okay. Alter, mit dem Pferd in meine Fresse! Meine Seelen sind weg! Meine Runen, meine Steine, Digga! Dieser Reiter, der fickt mich, Amina. Ist der vielleicht näher dran? Ja, okay, das ist direkt hier vorne. So, ein paar Dinger holen wir uns jetzt. Kann ich diesen Wirbelhieb? Ich hatte doch eigentlich diesen Stampfer. Wieso habe ich denn jetzt diesen Wirbelhieb? Wie kann ich diesen Stampfer wieder auswählen? Ich bin verwirrt. Oder hat sich das jetzt umgeändert? Scheiße, jetzt sind meine Perlen da weg. Nicht getroffen, Arsch versoffen. Okay. Das ist mein erster Stream. Genau, wir haben heute angefangen. Und ich habe das Spiel noch nie richtig gezockt. Also ist jetzt quasi First Try, dieses Spiel lernen. Und meistern. Komm her, du Wesh. Ich meine, ich glaube, was ich vielleicht auch noch... Ach so, genau! So, und dann haben wir ihn. Okay. Das lief jetzt schon mal besser. Okay, da müssen wir gleich noch den zweiten Bree abholen. I'm in love with the Coco. Alter, das war wieder so Premium-S hier. Dodge, Digga. Aua, das tut weh. Darauf ein Knabe mal. Handtuch. Nass. Dicke Alter. Ich find's geil, dass ihr da seid, Leute. Grüße raus. So, mit euch habe ich auch noch eine Rechnung offen. Euch habe ich übelst die Rechnung offen, ihr kleinen Brüder. Nee. Ey, Digga, warum? Oh, Digga. Beruhigt euch mal. Okay. Oh, da kommt schon direkt einer angeritten. Was soll das denn? Ich glaube, ich hätte erst auf den Fernkämpfer gemisst. Egal, ich krieg jetzt hier neue Perlen. Neue Dings. Wir sind wieder auf 1000, ne? Ja. Ich
glaube, ich kann mir noch von den Lütten hier was holen. Die anderen sind ja übel slow. Slow down. I just wanna get to know ya. So. Oh, Memo. Ja, ja. Wieso tötet mich das halb? Egal. Ist das jetzt schon so ein Lebenswert? Guck mal, jetzt fehlt mir so ein Drittel. Ein gutes Drittel. Würdet ihr sagen, Heilung? Knabemalz? Würdet ihr jetzt schon sagen, Knabemalz in den Hals? Oder würdet ihr sagen, oh, scheiß drauf. Wirst du in Zukunft öfter mal bei dem Baller League mitcasten? Das liegt ja nicht in meiner Hand. Also mir hat's übelst Bock gemacht am Montag. Ich habe mich auch mit Splashbruder unnormal verstanden. Also wir sind ein cooles Team geworden, glaube ich, da. Ja, also wenn es sich anbietet, immer gerne. Es liegt nur nicht jetzt komplett in meiner Hand, sage ich jetzt mal, ne? Deswegen müssen wir mal schauen. Ich würde jetzt mal einen trinken, weil wenn ich den jetzt besiege, kriege ich doch einen wieder, oder nicht? Ja. Oh, ich bin so schlau. Hier oben funktionieren Sachen manchmal. Also, wenn ich einen richtig guten Tag habe, dann funktionieren die Synapsen auch. Ist das geil oder ist das geil? So. Okay. Die ich fange nochmal von vorne an. Die Voraussetzungen sind eigentlich ganz gut. Ja, der läuft da halt hinterher, ne? Deswegen muss der eigentlich auch... Ah, das war jetzt nicht so geil. Knabemalz? Knabemalz! Mann, ich weiß nicht, wie ich dich angreifen soll. Ich glaube, ich muss das Pferd irgendwie fokussen, oder? Oh, jetzt habe ich schon wieder so viel Malz verprügelt hier. Oh mein Gott! Das ist so spannend. Weil wenn er erstmal liegt, dann liegt er. Dann haben wir ihn auch. Ich muss jetzt die Breeze hier verprügeln. Krieg ich jetzt was? Ja. Nee. Oh nee, jetzt habe ich nur eine Flasche. Machen wir Jump Attacks. Oh, das geht. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Okay, okay, okay. Hast du schon Kriegsasche? Ja. Steht da die ganze Zeit! Knabemalz? Ach, Digga. Ja, nee. Schaff ich nicht. Schaff die nicht. Aber jetzt stehen die hier so rum. Kann ich denen jetzt das Ding klauen? Nein, ich muss. Doch! Weil die jetzt stehen. Große Axt. Schön. Ja, das ist jetzt beschissen. Gehörst du auch noch dazu zu der Gang? Ich krieg halt keine Dinger dazu, ne? Oh, sogar erwischt. Aber ich glaube, ich habe fast genug für ein Level. Sollen wir nochmal tryen? Wir gehen nochmal schlafen. Also gehen nochmal Dings und dann... Hier liegt so viel Krempel rum, ne? Also sag mal... Ey! Okay.
Kannst du morgen mit Knabe spielen? Ich glaube, der hat sein eigenes Ding laufen morgen. Okay, also die Axt haben wir jetzt schon mal. Problem ist nur, ja. Nee, ich will das jetzt nicht riskieren. Ich habe 1600 Flocken. Glaub, ich würde eben gucken, dass ich noch ein Level machen kann. Und dann machen wir noch trotzdem noch mal einen Try gegen die. Weil viel mehr schaffe ich heute eh nicht. Und dann... Dann löppt der Lachs. Oder ich mach die Jungs hier erstmal fertig. Das ginge natürlich auch. Weißt du, dass du die Kerze porten kannst? Nee, wusste ich nicht. Ich dachte, ich kann immer nur, wenn ich sterbe oder so. Oder von Gnade zu Gnade, so mäßig, weißt du? Dachte ich. So. So, König Hagen, grüß dich. Okay. Ja. Ich würde es gerne nochmal probieren. Auch ich will vor allem gegen diese Reiter irgendwie besser klarkommen. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich noch shit bin. Kraft 20 ist erstmal gut für den Anfang, ja. Habe ich schon vernommen. Kann ich auch hier irgendwie abspringen eigentlich im Ritt? Okay, aber ich kann mit dem Pferd springen, was heftig ist. Diggi. Macht das vielleicht einfach Sinn, gegen den Reiter auf dem Pferd zu kämpfen, nicht Dödel? Warum kämpfe ich nicht auf dem Pferd? Warum hat mein Pferd überhaupt Hörner, Alter? Mein Pferd ist gar kein Pferd irgendwie. Ey, 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 ey! Aber ich kann nicht dodgen! Knabe Malz in den Holz! Woo! 6-5! Nein, 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 nein. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Ja, okay, das war... Wenn ich jetzt so mache? Okay, das geht auch. Wait a second. Alter, die... Ja, ja, ja. Ist das geil oder ist das geil? Boah, sowas als Ninja-Spiel, ne? Sekiro ist so ein bisschen mit Ninja. Ich finde ja Ninjas so geil. So, die nehmen wir auch nochmal mit. Oder muss los? Na, ich muss los und trinken. Los und trinken, los und trinken. Oh, Digi. Hä, warum? Tust du denn so weh? Tut mir das so leid. Okay, da hinten ist noch ein Reiter. Nass. Alter. Immer dieses Nass. Ich will die jetzt schaffen. Ich mach die jetzt auch. Ich meine, man kann ja auch irgendwie sich... Kann man sich überfarmen oder so? Kann ich jetzt sagen, ich klopp den ganzen Tag Eber und level einfach unnormal und bin dann einfach so ein bisschen overpowered? Geht das? Kann man sich overpowern? Autsch.
Autsch. Ja, er sieht immer den Falschen an. Leck mich doch im Arsch! Oh, das ist so scheiße, was ich hier mache. Oh, ein Reiter! Ja, das ist jetzt scheiße, Digga. Das ist jetzt richtig scheiße, Digga. Kann der sich heilen, der Kollege? Warte mal, ich geh mal eben ein paar Freunde von euch verprügeln. Junge, wie viele kommen denn da noch? Das hört ja gar nicht auf. Er hat jemand angerufen. Oh, ich könnte die Brees oben verprügeln, ne? Hände hoch, das ist ein Überfall. Heute kommen wir von überall. Aus Mauli! Okay, der andere da unten hat schon Bock auf mich. Generell haben die alle gerade übelst Bock auf mich. Kann das? Scheiße, Bro. Scheiße, Bro. Okay, er hat sein Pferdchen zurückgerufen. Das ist eigentlich ganz geil. Mann, jetzt hör doch mal auf, dein Horn zu lutschen da. Ach, scheiße. Er ist richtig sauer. Okay. Oh, Digga, du nervst so hart. Wieso hast du so ein Ding? Nein! Boah, du wolltest mich gerade töten. Na! Okay, laufen! Alter, ich habe noch nicht einen Bossfight gemacht. Wie soll das denn gegen Bosse werden? Wie soll das gegen Bosse werden? Oh. Leck mich im Arsch. Okay. Jetzt muss ich mir mal eben meine Perlen da holen. Du wirst verkacken. Ah, scheiße. Wird noch schwerer. Ach so, echt. Weißgrip, dankeschön für 4 Monate, dankeschön. Ja, Leute, also ihr seht schon, das jetzt so war jetzt so First Touch. Wir machen hier auf jeden Fall morgen weiter, logischerweise. Ich hole mir eigentlich jetzt nur meine Perlen kurz. Und gehe wieder zum Feuer. Es sei denn, ich sterbe auf dem Weg dorthin. Ui. Ich könnte noch mal ein Level leveln, glaube ich. Irgendwie nach hinten gucken? Argo Range, maybe? Okay, das war jetzt nichts. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt brauche. Das war aber, glaube ich, 1,4 oder 1,5. Das könnte fast reichen jetzt nochmal für ein Level. Okay. Morgen haben wir dann auch den Chat mit im Screen. So.
Okay. Vielleicht brauche ich auch ein Schild. Vielleicht bin ich mehr so der Schild. Aber ich finde so Dual Weld, das gefällt mir sehr. Finde ich sehr, sehr geiler Dorsch-Dings. Ich glaube, wir müssten langsam ungefähr genug haben. War hier noch einer, so ein kleiner? Adlevio, grüß dich. Moin, Kalle, ein Chat. Kannst du vor dem Stream in die Gruppe schreiben? Meinst du auf WhatsApp? Stimmt, habe ich heute vergessen. Mache ich auf jeden Fall. Für alle, die es nicht wissen, es gibt jetzt eine Kalle Kuschinski WhatsApp-Gruppe. Kann ich sehr empfehlen, da rein zu joinen. Vielleicht teile ich die nachher nochmal in meiner Insta-Story. Weil ich weiß nicht. Nee, sogar Ausrufezeichen WhatsApp. Müsste sogar gehen. Ausrufezeichen WhatsApp, dann kriegt ihr so einen Link. Aber müsste halt am Handy sein, glaube ich. Oder WhatsApp Web oder so. Aber das müsste eigentlich funktionieren. So, gucke ich mal eben, ob ich jetzt hier. Wie lange streamst du? Ich muss jetzt leider ausmachen. Morgen bin ich aber deutlich länger da und auch, ja, dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Das war jetzt heute so ein bisschen mal reintippen in das Spiel. Morgen spielen wir hier auf jeden Fall weiter. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Freitag werden wir aber wahrscheinlich dann hier das Dragons, was auch immer, spielen. Digga, geh doch von dem scheiß Pferd runter. Servus, bin jetzt fertig. Ja, alles gut. Kannst du noch ein bisschen... Bitte? Kannst du noch ein bisschen... Ah, okay. Okay. Ah. Geil. Wurde gerade Zeit geschenkt. Ich mache jetzt bei einem Video von Sterzi gleich mit. Und der meinte, ich habe noch ein bisschen Zeit. So. Okay. Ich habe nur so das Gefühl, das war jetzt alles so voll useless, was ich da gemacht habe. Außer, dass ich natürlich jetzt ein bisschen leveln konnte. Und ein bisschen auf das Spiel klarkomme. Allerdings fand ich die Leute hier vorne im Vergleich zu dem Reiter viel einfacher. Vielleicht versuchen wir es einfach nochmal gegen ihn hier. Kleiner Sticher! Wieso ist er nicht angewählt? Komm doch. Komm doch, komm doch, komm doch. Also manchmal haut er halt zu und dann weiß ich nicht, warum der mich hauen kann! Oh, ich dachte, du willst mich stechen, Digga. Nicht stechen. Ich bin stärker. Digga, du hast einfach... Übrigens, habe ich vergessen, zwei Tode reinzuballern, oder? Ist das jetzt mein vierter oder mein fünfter? Nee, einer fehlt nur, ne? Ihr müsst das mir immer sagen, ich vercheck das immer. Ich glaube, das ist aber. Ich glaube, ich bin jetzt eben gar nicht gestorben. Ist das mein fünfter? Okay, shit. Mann, und dann laber ich Scheiße. Ist viel einfacher. Und dann sterbe ich auch. Demotivierend. Wieso lebst du noch mit 1 HP? Yo! Okay. Und das, ab wann ist es eine Gruppe? Ab wann ist es eine Gruppe, fragen wir uns. Weil das war jetzt doch, waren doch auch zwei Leute. Und ich habe jetzt kein Trankzeug bekommen. Ab 3? Ah, okay. Ah, Titan!
Okay. Okay. Komm her. Schöne Aufschlitzung. Samaria! Komm her. Jetzt wollte ich es auch einfach wissen, aber jetzt haben wir ihn. Und zwar keine Fläschchen oder so. Wir haben nichts von dem bekommen. Was liegt hier? Ach, Blutdruck. Ah. Musik zu laut. Ach, deine Mutter ist zu laut. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Ah, was haben wir hier? Du wolltest gerade blasen, aber ich will nicht hier blasen. Karte. Ach so, jetzt habe ich erst die Karte bekommen. Ich habe ja nichts mehr zu trinken, ne? Und deswegen sterben wir jetzt fast. Lass mich schlafen gehen. Ich scheiß auf dich. Ich gehe was essen. Oh. So, für 1000 Münzen können wir uns noch nichts kaufen, ne? Lauf, Forest, lauf. Ja, okay. Cool. Ich würde die YouTube-Aufnahme an dieser Stelle erstmal beenden. Sind wir wieder über eine Stunde drüber. Ja, ich hatte sehr viel Spaß. Und wir werden jetzt die Tage hier Elden Ring durchziehen. Jetzt haben wir natürlich, wie gesagt, wie heißt das andere? Dragons, was auch immer, Spiel? Zwei? Dragons Dogma oder wie es heißt? Das wird natürlich dann auch gezockt, aber ich hab Bock. Ich hab richtig Bock.